Ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön bist du wieder dabei. Ich bin Eva und ich zeige dir, was du alles für tolle Sachen aus Altpapier herstellen kannst. Heute habe ich was mit diesem Hahnengriffform. Was ich damit mache, das zeige ich dir jetzt. Und für alle, die neu sind, zeige ich zuerst nochmals, wie man die Pulp herstellt. Diesmal mit dem Karton der Toilettenrollen. Da mache ich diesmal die Pulp. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Am Schluss sehen wir uns nochmals.
kannst du diesen Hahnengriff für verschiedene Funktionen gebrauchen. Auf diese Idee hier, das in die Vase reinzumachen, das war eine kurzfristige Idee, aber ich finde sie echt witzig. Und wenn man solche Sachen findet beim Schrotthändler oder auf der Straße, dann nehme ich solche Sachen immer sehr gern mit. Ja, ich weiß, im Moment bin ich ein bisschen auf Blau eingestellt. Vermutlich hat das damit zu tun, ich vermisse den blauen Himmel. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Hier ist es einfach hauptsächlich nass und es regnet ab und dann kommt die Sonne durch. Aber es schlägt schon ein bisschen auf die Laune. Ja, ich habe hier so eine Art Blätter modelliert. Also du kannst dich da austoben, es könnten auch Fische sein. Das habe ich aber letztes Jahr gemacht, da findest du auch ein Video dazu. Und ich habe es jetzt mal so provisorisch in meinem Atelier dekoriert. Das sieht sicher auch ganz toll aus auf der Terrasse oder im Garten. Dazu müsstest du sie aber wirklich mit Holzlack gut lackieren. Dann kannst du es nach draußen hängen. Ja, das war's. Schreibt mir doch gern in die Kommentare, was ich euch zeigen soll, was euch interessiert, was euch noch Mühe macht. Dann greife ich das sehr gern auf. Ansonsten gehe mir, glaub, langsam die Ideen aus. Aber das denke ich jede Woche, dass ich für nächste Woche keine Idee habe. Bis jetzt hat es funktioniert, aber es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich wüsste, was euch interessieren würde. Und dann zeige ich das sehr gern. Für alle, die gern mehr über Pulp wissen möchten, ich habe ein ganz kleines Buch geschrieben, wo du alle Tipps und Tricks findest, das Grundrezept und 10 Ideen, wie du dich ausprobieren kannst mit der Pulp. Das findest du auf meiner Webseite, da kannst du es beziehen, sowie alle Kurse und Workshops findest du auch auf meiner Webseite. Und ich habe noch einen kleinen Shop. Da mache ich immer wieder Dinge rein, die ich hier auf YouTube zeige. Da muss ich jetzt noch einiges reinstellen. Da kannst du auch immer sehr gern vorbeischauen. Oder wenn dich eine Figur interessiert auf meiner Webseite, dann schreib mich sehr gern an. Dann würde ich sagen, das war's. Mir warte alle auf die Sonne. Und sonst geht's mit Blau weiter. In dem Sinn, bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.